Hallo, liebe Mädchen und Jungen. Hallo, ihr Lieben. Ja, wir sind heute etwas später dran, aber ich denke, ihr schaut unseren Gottesdienst dann doch noch. Wir haben gehört, dass Jakob Lea und Rahel geheiratet hat und er zu Reichtum kam. Und nun kommt die Zeit, dass er wieder in sein Land zurückkehrt. Wie das geschieht und was da geschieht, das wollen wir in diesem Gottesdienst hören. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, der die Welt und uns geschaffen hat. Im Namen seines Sohnes Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und im Namen des Heiligen Geistes, ja, der dafür sorgt, dass wir überhaupt leben können. Amen. Wir wollen das erste Lied singen, Gottes Liebe ist so wunderbar. Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar, so wunderbar groß, so groß, was kann groß sein, so tief, was kann tiefer sein, so weit, was kann weiter sein, so wunderbar groß, Treue. Gottes Treue ist so wunderbar, Gottes Treue ist so wunderbar, Gottes Treue ist so wunderbar, so wunderbar groß, so hoch, was kann höher sein, so tief, was kann tiefer sein, so weit, was kann weiter sein, so wunderbar groß, Gnade. Gottes Gnade ist so wunderbar, Gottes Gnade ist so wunderbar, Gottes Gnade ist so wunderbar groß. So hoch, was kann höher sein, so tief, was kann tiefer sein, so weit, was kann weiter sein, so wunderbar groß. Und noch Güte. Gottes Güte ist so wunderbar, Gottes Güte ist so wunderbar, Gottes Güte ist so wunderbar groß. So hoch, was kann höher sein, so tief, was kann tiefer sein, so weit, was kann weiter sein, so wunderbar groß. Ja, nun wollen wir hören, wie die Geschichte weitergeht. Weil Jakob so reich geworden war, wurden Laban und seine Söhne neidisch auf ihn. Sie redeten nur noch das Nötigste mit Jakob. Das betrübte Jakob auch. Lea und Rahel litten darunter. Da sagte Jakob zu seinen Frauen: Gott ist mir im Traum erschienen. Er hat zu mir gesagt, geh in deine Heimat zurück. Rahel und Lea waren einverstanden. Sein Schwiegervater Laban aber verriet Jakob nichts von seinem Plan. Zur Zeit der Schafschur waren Laban und seine Söhne auf den Weiden bei den Herden. Sie scherten die Schafe und verkauften einen Teil der Wolle an Händler. Nach der Arbeit ging es fröhlich zu. Die Hirten aßen, tranken und tanzten alte Volkstänze. In dieser Zeit sammelte Jakob heimlich seine Herden und verließ mit seiner Familie, seinen Knechten, Mägden und Tieren den Ort. Die Frauen und Kinder ritten auf Kamelen. Sie überquerten den Euphratfluss an einer Stelle, wo er nicht tief war. Nach ein paar Tagen sah Jakob in der Ferne die Berge und das Land Kanaan, das er vor vielen Jahren verlassen hatte.
Zwei Tage später erfuhr Laban von Jakobs Flucht. Er befahl allen Männern seiner Familie: Holt eure Kamele, wir jagen Jakob nach. Nach 7 Tagen hatten sie ihn eingeholt. Jakob hatte gerade seine Zelte aufgeschlagen, als Laban ihn zur Rede stellte. Warum hast du mir nichts gesagt? Warum hast du meine Töchter und meine Enkel wie Gefangene verschleppt? Warum durfte ich sie nicht zum Abschied umarmen? Ich hätte dir und deiner Familie ein Abschiedsfest mit Harfen, Tamburinen und Gesang bereitet. Ich hatte Angst, antwortete Jakob. Ich dachte, du würdest mich nicht wegziehen lassen. Du hast schlecht gehandelt, wies ihn Laban zurecht. Ich könnte dich strafen, aber ich weiß, du willst in deine Heimat zurück. Außerdem hat Gott im Traum zu mir gesagt, sei freundlich mit Jakob. Darum wollen wir Frieden schließen. Jakob war einverstanden. Er umarmte Laban. Er stellte einen großen Stein auf und sagte: Dieser Stein soll unser Friedensdenkmal sein. Alle setzten sich um den Stein. Jakob schlachtete eines seiner Tiere und opferte es Gott. Dann feierten sie ein Fest, aßen und tranken. Am anderen Morgen küsste Laban seine Töchter und Enkel. Er segnete sie und kehrte in seine Heimat zurück. Ihr Lieben, das kann man doch verstehen. Jakob ist ein reicher Mann geworden und ja, seine Verwandten werden eifersüchtig. Das kennt ihr doch auch. Wenn jemand plötzlich irgendwo was Neues hat, dann regt sich so ein komisches Gefühl in uns. Ach, warum haben wir das nicht? Und manchmal bekommt man dann auch so ein kleines bisschen Wut, sage ich jetzt mal. Das haben wir sicher alle schon erlebt. Das ist nicht gut, so ein Gefühl, aber man hat es ab und an schon mal. Das sollte nur nicht überhand nehmen. Und weil Jakob das Gefühl hatte, dass dieses Gefühl seiner Verwandtschaft überhand nehmen würde, fasste er den Plan, in so einer Nacht- und Nebelaktion seine gesamte Habe und seine Familie aus der Stadt Haran in seine Heimat Kanaan zu bringen. Wir erinnern uns, dass Rebekka ihn vor vielen, vielen Jahren von Kanaan nach Haran geschickt hatte, weil sein Bruder Esau hinter ihm her war. Und ja, so zog Jakob weiter. Aber er konnte sich ausrechnen, dass dies vor Laban nicht lange geheim bleiben konnte. Und so war es denn auch. Laban folgte Jakob und stellte ihn zur Rede. Warum hast du mir nicht erlaubt, dass ich meine Enkel und meine Töchter zum Abschied umarmen kann? Nun erinnern wir uns daran, dass Laban mit Jakob ja auch nicht so ganz korrekt umgegangen ist, als er Jakob zuerst mit Lea verheiratete, obwohl das in diesem Land so üblich war. Aber er hätte dies Jakob vorher sagen müssen. Vielleicht war da auch noch Misstrauen. Aber die beiden haben sich Gott sei Dank versöhnt. Und zwar deshalb, weil Gott dem Laban im Traum gesagt hatte, dass er zu Jakob freundlich sein sollte. Ansonsten hätte dies auch in einer Katastrophe enden können. Denn dass solche Dinge zu
ja, Konflikten, also zu Auseinandersetzungen führen können, das ist ja bekannt. Aber hier griff Gott wieder einmal im Traum ein und verhinderte dadurch Schlimmeres. Und so trennte sich der Schwiegervater von seinem Schwiegersohn und der Vater von seinen Töchtern und Enkeln in Frieden. Ja, das ist gut, wenn man dann am Ende irgendwo sich in Frieden einigt. Und hier merken wir, wo Gott seine Hand im Spiel hat und Jesus seine Hand im Spiel hat, da kann Friede sein. Da können wir plötzlich nett zu unseren Eltern, Mitschülern oder den Freunden im Kindergarten sein. Da können wir auch schon mal eine Faust in die Tasche machen, wenn wir vielleicht dann lieber losgeschrien hätten. Gott möchte das einfach nicht. Gott möchte, dass wir Menschen in Frieden miteinander leben. Und so können wir das ja auch sehen, dass überall dort, wo Krieg herrscht, Gott anscheinend nicht gebraucht wird von den Menschen. Und wo das hinführt, sehen wir. Nein, wir wollen uns zu Gott halten. Wir wollen uns zu Jesus halten und ihm darum bitten, dass wir in Frieden miteinander leben können, dass wir ja Rücksicht aufeinander nehmen und auch freundlich zu denen sein können, die uns einmal wehgetan haben. Das macht Gott und das macht Jesus möglich, wenn wir ihn darum bitten. Und das ist gut so. Amen. Wir wollen jetzt noch einmal den Kanon singen, den wir letzte Woche auch schon gesungen haben. Herr, gib uns deinen Frieden. Das ist auch alles am Text. Bereit sind meine Ohren und meine inneren Ohren. Bereit ist mein Mund, der zu dir spricht. Bereit sind meine Hände, die ich anderen reichen möchte. Und bereit ist mein Herz. Ich bin jetzt bereit, mit dir zu sprechen, Jesus. Wir machen unsere Augen zu und beten. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass Jakob und Laban am Ende Frieden schließen konnten. Wie schwer das ist, Frieden zu halten, das sehen wir im Moment. Da gehen Menschen im Krieg aufeinander los und wollen einfach keine Ruhe geben. Sie nehmen in Kauf, dass andere sterben müssen. Ach Jesus, wir bitten dich, mach es doch so wie bei Jakob und Laban. Lehre die Menschen, dass sie friedlich miteinander umgehen. Wir bitten dich, mach doch, dass der Krieg aufhört, dass wir davor keine Angst mehr haben müssen, dass wir ja wirklich merken, dass du da bist und du wirklich uns den Frieden bringen kannst.
Wir danken dir, dass wir dir alles sagen können, dass du immer Zeit für uns hast und ja, dass wir uns in deine Arme kuscheln können wie unter eine schöne warme Decke. Wir danken dir, dass du da bist und Zeit für uns hast, Jesus. Und nun wollen wir beten, wie du uns beigebracht hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zum Schluss wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Der Herr sei über uns wie die Sonne und der Mond. Der Herr sei hinter uns, dass wir keine Angst haben müssen. Der Herr sei rechts und links neben uns, dass wir spüren, dass er da ist. Der Herr sei vor uns, dass wir den richtigen Weg finden. Und der Herr sei unter uns, dass wir nicht über Steine stolpern. So segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.